Hallo, so schön, dass du da bist hier bei Bewegungskind, dein Podcast für einen bewegten Alltag. Mein Name ist Marie Dittrich und ich bin Personal Trainerin für Körper und Geist. In der heutigen Podcast-Episode möchte ich mit dir einen Live-Ausschnitt aus einem Instagram-Live teilen. In diesem Instagram-Live habe ich über das Thema Beweglichkeit gesprochen. Ich habe darüber gesprochen, dass ganz, ganz viele Menschen Beweglichkeit 1:1 mit denen in Verbindung setzen. Und lass dir schon mal vorab verraten, dass ich das denen relativ kurz halte, weil aus meiner Sicht ist das nur ein ganz kleines Puzzleteil des Ganzen. Und ich möchte das Thema Beweglichkeit hier in diesem Ausschnitt einmal ganzheitlich beleuchten, ganzheitlich betrachten und wünsche dir jetzt ganz viel Spaß bei diesem Ausschnitt vom Instagram Live. Ich bekomme immer wieder die Frage, ja, du bist ja so beweglich und ich kann das nicht und das kann ich nicht machen. Also sämtliche Inspirationen, die ich hier auf Instagram oder auf anderen Kanälen zur Verfügung stelle, die haben immer wieder diesen Beigeschmack, dass ich dieses Feedback bekomme. Das ist ja schön, dass du das kannst, ich kann das nicht. Und ich bekomme in diesem Zusammenhang ganz oft die Frage, wie kann ich es denn lernen? Und deswegen möchte ich mal auf das Thema ein bisschen näher eingehen, was es denn mit der Beweglichkeit tatsächlich auf sich hat und wie wir denn tatsächlich unsere Beweglichkeit steigern können. Und ich habe hierfür einen Fragensticker vor ein paar Wochen bereits hier bei Instagram reingestellt und auch gestern hatte ich nochmal einen aktualisiert, habe mir hier so ein paar Dinge rausgenommen, habe hier allgemein die Themen aufgebaut, die ich jetzt hier ansprechen möchte. Denn Beweglichkeit ist das, was wir mit unserem Körper tun, was wir tagtäglich mit unserem Körper ja, erschaffen können. Und mich stellt sich immer die Frage, was ist denn in diesem Alltag dieses Körpers passiert, dass eine gewisse Beweglichkeit verloren gegangen ist? Denn Fakt ist, wenn wir einen gesunden und ich sag mal ja, anatomisch unveränderten Körper haben, wenn wir jetzt nicht unter irgendwelche Krankheiten leiden, wo jetzt beispielsweise die Muskeln und auch das Gewebe nicht richtig miteinander arbeiten kann, sind wir alle geboren worden in einem Körper, der mega beweglich ist. Und ich sehe das immer bei meinen Kids, wie beweglich die immer noch sind und ja, versuche da auch sehr, sehr viele Impulse zu geben, dass es auch so bleibt. Also was ist passiert im Leben, in dem Alltag eines Körpers, dass diese Beweglichkeit verloren gegangen ist. Und ich stelle immer wieder fest, dass ganz, ganz viele Menschen Beweglichkeit 1:1 mit dem Thema Dehnen zusammenstellen. Und ja, falls du diesem Account schon eine Weile folgst, wirst du wissen, dass ich das ein bisschen differenzierter sehe, obwohl ich hier das Dehnen nicht verteufeln möchte. Weil Fakt ist, dass sich die gesamte Sportwelt darum streitet, was denn das richtige Maß der Dinge ist. Und ich glaube, die Lösung liegt tatsächlich auch im Maß der Dinge. Das Maß der Dinge, wie du dich in deinem Alltag bewegst. Und ich möchte jetzt mal ganz kurz auf das Dehnen eingehen. Und falls du dich ab und zu fragst, warum guckt ihn darüber, da habe ich so meine kleine Leitliste, quasi meine Gliederung, hätte ich früher in der Schule gesagt, aufgeschrieben, um natürlich auch die Punkte, die mir wichtig waren, die ich hier vermitteln möchte, auch so ein bisschen euch noch ja, mitzuteilen und nicht zu vergessen. Deswegen, was ist wichtig, wenn man im Punkto Dehnen einfach mal so ein bisschen einsteigen möchte? Dehnen kann auf so vielfältige Art und Weise geschehen. Und ja, die heutige Wissenschaft, die Sportwissenschaft, hat da ganz, ganz, ganz wichtige Begriffe geprägt, wie passives Dehnen, aktives Dehnen. Letztendlich ist das passive Dehnen, wenn du in eine Dehnposition reingehst, hältst, 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 hältst und dann irgendwann wieder loslässt. Das aktive Dehnen ist letztendlich, wenn du einen Gegenspieler, ja, den Antagonisten, hier anspannst, um
hier eine Dehnung zu produzieren. Nur mal erstmal so, dass ihr so ein bisschen wisst, um was es geht. Und es gibt jetzt hier auch noch das dynamische Dehnen, das statische Dehnen und so weiter und so fort. Und ich möchte jetzt hier nicht ganz, ganz tief in diese Begriffe reingehen, weil aus meiner Sicht bringt die uns nur weiter. Letztendlich ist die Frage, was ist dein Maß der Dinge? Dehnen ist aus meiner Sicht sehr, sehr wertvoll. Die Frage ist, wann? Die Frage ist, in welchem Zustand dein Körper sich befindet. Und ich sehe ganz, ganz oft, dass gerade Menschen, die zum Beispiel einen steifen Nacken haben, wo jetzt hier die obere Nackenmuskulatur komplett zu ist, wo der Rücken schmerzt, wo ja die Hüfte zwickt, dass viele Menschen sofort in die Annahme gehen, okay, ich muss mich jetzt dehnen, ich muss mich jetzt ganz, ganz, ganz viel dehnen, ich muss. Hier entsteht der Dehnungsschmerz und hier ist der Schlüssel. Dehnen ist nichts, womit du deine Muskulatur, dein Gewebe letztendlich länger machen kannst. Du veränderst deine Wahrnehmung von Schmerz. Und das sind alles Dinge, die kannst du googeln. Nichts Neues. Das Ding ist einfach, du darfst für dich persönlich neu interpretieren, was denn Dehnen für dich ist und wie wertvoll es tatsächlich für dich ist. Ich bin tatsächlich, um mal ein bisschen bei mir reinzugehen, ich bin tatsächlich komplett davon weggekommen, mich wirklich 1:1 immer zu dehnen. Immer ganz, ganz bewusst mir Dehneinheiten zu geben, beispielsweise nach dem Laufen oder wann auch immer, sondern ich integriere das immer und immer wieder in meine Workouts, in meinen Alltag, dass ich einfach mal so, wenn ich in der Küche stehe und eh was vorbereite, dass ich einfach mal spüre, okay, da ist irgendwas, dass ich mich bewege und bewege und bewege und bewege und dadurch ganz natürlich Dinge auch lösen kann und auch natürlich auch mal einfach den Oberschenkel auf die Küche drauflege und auch hier einfach mal richtig in den Piriformis rein dehne, dass es alles Dinge sind, die ich einfach so nebenbei mache. Denn ich habe die Erfahrung gemacht, es gab eine lange, lange Zeit, als ich noch aktiv getanzt habe, da habe ich immer alles gegeben im Dehnen. Ja, ich habe dann teilweise jeden Tag gedehnt und habe vor Auftritten massiv gedehnt, beim Training massiv gedehnt und habe mich stets und ständig verletzt. Stets und ständig. Und hier mal so ein kleines Bild. Wenn du ein Gummiband ganz, ganz straff nimmst, ich habe hier gerade eins, ich nehme das mal. Was für ein Zufall, war nicht geplant. Wenn du ein Gummiband so straffst und es ist auf Spannung und jetzt stell dir mal vor, das ist dein Nacken und es ist schon straff und jetzt dehnst du das noch. Das ist ein starkes Gummiband. Ich kann es aber auch nicht mehr halten. Was passiert denn dann? Wie gesagt, das wird nicht länger. Wenn du es wieder zurücknimmst, ist es wieder das Gummiband. Das wird nicht länger. Natürlich ist unsere Muskulatur kein Gummiband. Das ist jetzt nur zur Veranschaulichung. Was ganz wichtig ist zu verstehen, eine Muskulatur, die bereits komplett gehärtet ist, die komplett zu ist, und diesen Begriff, damit können viele was anfangen, was dieses Gefühl von zu machen denn bedeutet für einen. Wenn die Muskulatur schon zu ist, macht es Sinn, nochmal zur Erinnerung, wenn die schon so auf Spannung ist, die noch mehr zu dehnen, macht es Sinn? Und aus meiner Sicht, wie gesagt, gibt es da ganz, ganz, ganz viele Ansätze. Es gibt ganz, ganz, ganz viele ja, Theorien und auch Studien dazu, welche Art des Dehnens tatsächlich die wirkungsvollste ist und die, ja, letztendlich die dich ans Ziel bringt. Die Frage ist immer, passt diese Studie zu deinen körperlichen Voraussetzungen? Und um nochmal darauf zurückzukommen, ganz, ganz viele Menschen haben ganz einfach einen steifen Nacken, haben eventuell irgendwelche Blockaden, haben hier Dysbalancen im Oberkörper, die jedoch nicht davon kommen, dass das jetzt tatsächlich die Nackenmuskulatur nicht beweglich genug ist, dass die gedehnt werden muss, sondern könnte es tatsächlich sein, dass hier ganz, ganz viele Faktoren damit reinspielen. Und hier nochmal eine kleine Ausfahrt. Es gibt ganz, ganz viele Sportler, das habe ich sehr oft beobachtet im Fitnessstudio. Die pumpen ohne Ende, haben so einen Oberkörper, sehen ja natürlich gut aus, können sich aber nicht mehr bewegen. Was haben sie denn vergessen? Sie haben vergessen, sich zu bewegen. Sie haben also ganz, ganz, ganz viel Power aufgenommen, haben vergessen, sich zu bewegen. Und
aus meiner Sicht immer, wenn dieses Wort kommt, ja, ich muss mich mal mehr dehnen, ist immer die Frage, die sich mir stellt, okay, warum musst du dich denn mehr dehnen? Was ist denn gerade in deinem Körper und welche Faktoren haben dazu geführt? Denn aus meiner Sicht ist dieses Gefühl, ich muss mich mal dehnen, wenn also der Schmerz schon da ist, nicht weil es einfach so intuitiv in den Alltag schon übergegangen ist, so wie ich das jetzt handhabe beispielsweise und damit sehr, sehr, sehr gute Erfahrungen mache, im Übrigen auch bei Klienten, dass das ja auch sämtliche Stressfaktoren, dass deine Nährstoffversorgung im Körper, dass deine Alltagsbewegung ganz wichtig und dass natürlich auch die Qualität deines Trainings hier immer mit reinspielen. Und um euch mal so ein bisschen aus der Sicht eines Läufers mal mitzunehmen, ist es ganz einfach so, dass auch das Laufen eine einseitige Belastung ist. Und wenn ich die ganze Zeit immer und immer diese Belastung durchführe über eine lange Zeit, also über 60, 90 oder manchmal auch darüber hinaus Minuten, ja, dann ist es doch ganz klar, dass mein Körper da Unterstützung braucht. Dass er aus dieser einseitigen Bewegung heraus einen leichten Verlust an Beweglichkeit bekommt, weil die Wirbelsäule gestaucht wird bei diesen Bewegungen. Und da spielt schon mit rein, dass ich wirklich sehr, sehr, sehr ja, sauber versuche zu laufen, dass ich sehr darauf achte, dass ich meinen Laufstil auf stets und ständig darauf ja, anpasse, wie mein Körper sich entwickelt. Und der Körper entwickelt sich immer. Das ist sowieso das Geilste. Das Sicherste, was wir in unserem Leben haben, ist die Veränderung. Unser Körper lebt diese Veränderung. Und da brauchen wir auch keine Angst davor haben und da brauchen wir ihn auch nicht verteufeln, dass der älter wird und sich verändert. Es ist das Sicherste, was wir in unserem Leben haben, die Veränderung. Und wir dürfen also stets und ständig auch die gesamten ja, umliegenden Faktoren, die darauf einwirken, anpassen, um unseren Körper im Gleichgewicht zu bringen. Und da kommen wir mal jetzt auf diesen Punkt, den ich euch vermitteln möchte. Für mich ist Beweglichkeit. Und da spreche ich ganz, ganz klar von mir und auch von den Menschen, mit denen ich arbeite. Es ist immer ein Gleichgewicht von allen Faktoren. Wenn das Stresspensum regelmäßig abgebaut wird, komme ich gleich nochmal dazu, wenn die Nährstoffversorgung auf einem, ich sag mal, auf so einem Flow wandern kann, wenn wirklich alle Nährstoffe gut im Körper auch zirkulieren können über das Lymphsystem, wenn die Bewegung auch stimmt und das natürlich auch, um noch als weitere Randbemerkung, wenn die Nährstoffe natürlich im Körper ja, zirkulieren dürfen, müssen natürlich auch die Nährstoffe auch hochwertig sein und angepasst sein auf den jeweiligen Körper. Ist aber nicht das Thema. Und letzter Punkt, ganz wichtig, ist halt diese Qualität des Trainings. Ist das Training einseitig? Um da jetzt nochmal den Bogen zu bekommen, ist das Training sehr einseitig, wie zum Beispiel der Bodybuilder, der jetzt nur pumpt, 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 da Spannung reinbringt in den Muskel, aber keine Entspannung. Keine Entspannung und vielleicht auch nicht einfach mal diese Rotationsbewegung, einfach sich zu bewegen. Das heißt, beim typischen Bodybuilder, wo man ganz oft sieht, dass die dann einfach nicht mehr die Arme hochheben können, dass sie vielleicht auch nicht mehr nach hinten gehen können, dass es dann oftmals ganz einfach ist, dass sie sich nicht mehr bewegen. Dass sie natürlich sich sportlich betätigen und in der Annahme sind, ich mache ja Sport, ich mache ja was Gesundes, aber sich nicht mehr bewegen. Und Sport und Bewegung ist definitiv was Unterschiedliches. Es ist was anderes. Punkt. Genau. Und deswegen ist es so wichtig, sich auch mal zu hinterfragen, wenn der Rücken zumacht und du bist sportlich und sagst, wie kann das sein? Wie kann das sein, dass ich mich so viel Sport mache, wenn ich wirklich so viel dafür investiere, dass ich wirklich stets und ständig was für meinen Körper mache und dann trotzdem der Rücken zu ist und ich trotzdem das Bein nicht hochbekomme, weil die Hamstrings total dicht sind. Wie kann das sein? Wie kann das sein? Es könnte sein, dass einfach ein anderer Faktor hier nicht im Gleichgewicht ist. Dass du deine Beweglichkeit nicht erreichst, weil du sämtliche andere Faktoren einfach außen vor lässt und ging mir ewig so. So oft. Und ich habe so viele Menschen auch um Rat gefragt, Physiotherapeuten,
irgendwelche ja, Menschen, die schon ein ganz, ganz Stück weiter waren damals als ich in der Trainingsbranche. Ich habe gefragt, wie kann es sein, dass ich mich stets und ständig verletze? Und da kam immer die Antwort, naja, da musst du halt ein bisschen effektiver dehnen. Ja, das mag sein, aber es ist nicht das Dehnen. Weil das Geheimnis ist, und ich habe es ja gerade schon erwähnt, ich dehne mich nicht mehr. Ich dehne mich nicht mehr ansatzweise so viel wie damals. Nicht mehr ansatzweise. Und ich bin so beweglich wie noch nie. Was daran liegt, dass ich tatsächlich darauf achte, dass ich jeden Tag mich unglaublich viel bewege. Dass wenn ich einen unbewegten Tag habe, wenn ich viel gesessen habe, dass ich ganz einfach mir das selbstbewusst werde und sage, okay, gut, heute gehst du auf jeden Fall noch eine kleine Runde länger, um die Kinder aus der Kita zu holen und so weiter und so fort. Und um mich da mal ein bisschen hochzuhangeln, ich räume jetzt das Feld von hinten auf, ihr merkt das vielleicht schon. Also Bewegung, ganz wichtig, bewege dich. Und ganz oft kommt auch dieser Impuls von Menschen, ja, ich kann es nicht, ich bin ja alt oder das konnte ich noch nie. Deckel drauf und warten, bis es dann unter die Erde geht. Für mich ist es immer total spannend, wenn ich etwas nicht kann oder nicht mehr kann, dass ich mal mich frage, okay, was muss ich denn tun, um es zu können? Könnte es sein, dass ich einfach mal beginne, diese Übung immer und immer und immer wieder zu machen? Könnte es sein, dass es hilfreich ist, dass ich einfach jeden Tag diese Übung mal nebenbei mache? Und machen wir uns mal nichts vor, wir reden uns ganz oft ein, dass wir keine Zeit haben, weil der Hamster Geburtstag hat, weil wir die Kinder holen müssen, weil wir einkaufen müssen, weil der Haushalt mal wieder geschmissen werden muss und so weiter und so fort. Wir haben ganz, ganz viele Ausreden dafür, uns nicht zu bewegen. Die Frage ist, wie oft tun wir etwas und könnten dann nebenbei einfach mal uns ein bisschen bewegen und bei dieser Bewegung gleichzeitig eine Übung machen, die unser Gewebe dehnt auf eine gewisse Art und Weise, weil wir es bewegen, weil wir ganz sanft es bewegen. Das heißt nicht, wenn das Dehnen ein fester Bestandteil deines Trainings ist, dass es falsch ist. Das möchte ich mal ganz klar hier sagen. Wenn es für dich funktioniert und du im Gleichgewicht bist und es für dich sogar förderlich ist, dass du spürst in deinem Körper, und da kommen wir gleich dann auch nochmal zum großen Kern, wenn du spürst, dass es denen dir gut tut, dass du das tatsächlich tust und du danach merkst, es geht dir gut. Ich mag das zum Beispiel total gerne, dass ich mich aushänge, dass ich also meine Wirbelsäule einmal auseinander dehne, wenn man es so will. Ist für mich total förderlich als Läufer, weil natürlich, um nochmal zu sagen, beim Laufen natürlich die Wirbelsäule zusammengestaucht wird. Und wir sehen das ja allesamt, wenn wir viel gestanden haben, wenn wir den ganzen Tag auf den Beinen waren, sind wir am Abend sowieso kleiner, aber dann besonders klein. Und da kann es einfach hilfreich sein, einfach mal sich bewusst zu werden, okay, was ist denn jetzt einfach logisch? Was braucht denn mein Körper? Und wenn du spürst, dass es für dich total hilfreich ist, deine Muskulatur zu dehnen, dann tu dies. Wenn du aber dich dehnst, weil du schon Schmerzen hast, weil du dir dann sagst, okay, ich muss mich mal wieder dehnen, dann könnte es genau der falsche Ansatzpunkt sein. Dann könnte es sein, dass du an einer anderen Stelle erstmal beginnen darfst. Und ich hatte ja schon gesagt, Nährstoffversorgung ist ganz wichtig. Und die Nährstoffversorgung geht Hand in Hand mit der Bewegung. Unser gesamtes Gewebe, unser Knorpel, unsere Faszien und so weiter und so fort sind davon abhängig, dass sie versorgt werden mit Flüssigkeit, mit Nährstoffen über Bewegung. Unsere Wirbelsäule kann hier unsere Bandscheiben im Prinzip am Laufen halten. Sie können sie lebendig halten, indem sie die Flüssigkeit reinweiten bei Bewegung. Und es sind alles so Faktoren, in die ich jetzt nicht in die Tiefe reingehe, weil dann hört mir auch keiner mehr zu. Es ist nur wichtig zu verstehen, dass eine Nährstoffversorgung des Körpers über unsere Bewegung im Alltag abläuft. Dass unser Körper davon abhängig ist, dass Knorpel, das Gewebe, das Muskeln, dass unser gesamtes System davon abhängig ist, dass wir uns bewegen. Dass die Nährstoffe
besser dorthin gelangen, wenn wir uns bewegen. Das geht natürlich wieder Hand in Hand damit, dass wir beispielsweise genug Flüssigkeit überhaupt aufnehmen. Natürlich bringt all die Bewegung nichts. Unsere Bandscheiben können nicht von der Bewegung profitieren, wenn wir natürlich keine Flüssigkeit zuführen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir auch darauf achten, genug und ausreichend zu trinken. Und hier auch der ganz wichtige Impuls: Ich will niemandem vorschreiben, wie viel er zu trinken hat. Ein wichtiger Hinweis, den ich immer bei mir so merke, ist: Wie fühlst du dich denn? Sind wir wieder bei dem Punkt: Wie fühlst du dich denn? Fühlst du dich ausgetrocknet? Hast du das Gefühl, dass deine Haut spannt? Früh morgens, wenn du aufstehst, hast du dann einen total trockenen Mund? Dann könnte es sein, dass es daran liegt, dass du zu wenig trinkst und dass du vielleicht einfach langsam, Stück für Stück, langsam dein Trinkverhalten ansteigerst. Dass du anfängst, vielleicht einfach mal ein halbes Glas mehr zu trinken. Ganz bewusst vielleicht auch nochmal sagst, okay, früh morgens, ich hatte diesen trockenen Mund, ich trinke als erstes ein großes Glas warmes Wasser. Es könnte sein, dass dadurch schon ganz viel, auch deine Beweglichkeit, hier sich verbessert. Und der größte Faktor ist Stress. Und Stress betäubt unseren Körper. Stress verändert unseren Körper, unser gesamtes Sein. Es ist wissenschaftlich erwiesen und wir wissen es eigentlich auch alles. Wie gesagt, das ist alles nichts Neues, was ich erzähle. Und das Wichtige ist nur hier, und das ist mir auch total wichtig, auch für euch, für jeden Einzelnen, dass wir nicht nur konsumieren, dass wir nicht dieses Wissen wie bei Google einfach mal nur aufnehmen und denken, ja, habe ich schon mal gehört, weg, sondern dass wir anfangen, das für uns anzuwenden. Das ist das Wichtigste, was ich hier euch allen und auch dir mit auf den Weg geben möchte, dass all das, was ich dir erzähle, könnte sein, dass du es genauso wie, weiß nicht, die Google-Seite oder irgendeinen Blogartikel oder was auch immer überliest und sagst, ah ja, wertvoll, und dann nicht umsetzt. Das bringt dich nicht weiter und dadurch wirst du nicht beweglicher. Deswegen ist es so wichtig, dass wir Dinge einfach verstehen und umsetzen, dass Stress uns allen nicht gut tut, dass wir den ganzen Tag unter Beballerung sind und dass unser Körper, als er damals erschaffen wurde, evolutionär gesehen, nicht mehr ansatzweise so viele Einflüsse ertragen musste, wie wir heute innerhalb von einem Tag. Dass all diese Dinge, auch das, was ich jetzt gerade tue, natürlich selbstverständlich ein Input für unser System ist. Und wenn dieser Input einfach zu massiv ist, also wenn wir das den ganzen Tag tun, einfach zu viel ist. Dass sämtliche Dinge, die wir in unserem Alltag tun, wo wir merken, dass der Körper sich anspannt, natürlich auch was mit unserer Bewegung, mit unserer Nährstoffversorgung, mit unserem Training und natürlich was mit unserer Beweglichkeit zu tun hat. Natürlich hat das alles was miteinander zu tun. Und es ist einfach so wertvoll, jeden einzelnen Punkt mal für dich persönlich abzuklappern und dir mal wirklich zu überlegen, wo kannst du denn was einfach für dich, kleine Veränderungen, wo kannst du was bewegen für dich? Wo kannst du einen ganz kleinen Stein neu ausrichten, somit das ganze Feld vielleicht in eine andere Richtung runterfällt? So, ich würde mal ganz kurz mir mal ein paar Dinge hier durchlesen. Ja, Stress während der Corona-Krise ist schwierig abzubauen. Die Frage ist immer, und ich will da niemandem zu nahe treten, aber aus meiner Sicht ist es immer so, es kommt nur das raus, was auch drinne ist. Und ich glaube, die Corona-Krise hat bei uns allen, auch bei mir, definitiv auch bei mir, Dinge hervorgebracht, die schon immer da waren, aber die immer so unterschwellig, auch ist ja nicht so wichtig, die diese Dinge auf einmal ja, rausgelassen haben. Wie das wilde Tier, was die ganze Zeit da eingesperrt war, was vielleicht die ganze Zeit versorgt war, aber es ist da. Und ja, es spielen neue Faktoren hier mit rein. Wichtig ist, dass wir alle eine Entscheidung treffen können. Und Stressabbau fängt bei uns selber an. Stressabbau für unser System kann sein, dass wir einfach mal früher schlafen gehen. Stressabbau kann sein, dass wir vielleicht, und das ist mein erster Stressabbau gewesen, dass ich nur noch ganz, ganz, ganz speziell Medien konsumiere. Dass ich mir nicht jeden Tag Nachrichten anhöre, dass ich das, wenn ich mit dem Auto fahre, das kommt selten vor, aber ich fahre auch mit dem Auto, dass ich dann Musik höre von einer CD und nicht Radio. Denn es sind ganz, ganz, ganz viele Dinge,
die wir alle aufnehmen. Und die Frage ist, sind die tatsächlich wichtig? Wenn sie für dich wichtig sind, dann möchte ich dich jetzt hier auf keinen Fall irgendwie in eine Ecke drängen. Das ist nicht meine Mission und dafür bin ich auch nicht hier. Wichtig ist ganz einfach, dass Stress was mit unserem System macht. Stress verändert hier in unserer Erbse ganz, ganz viel messbar. Und wir haben einen Einfluss aber auch darauf. Wir können über gewisse Techniken, wir können anfangen, indem wir Stress bewusst abbauen, das zu verjüngen. Wir können unser Gehirn verjüngen. Und ganz, ganz viele Dinge, die über Stress gesteuert werden, diese gesamten Prozesse, die zusammenhängen, unser gesamter Körper denkt in Ketten. Das heißt, wenn hier die Erbse zu ist, ist es natürlich total normal, dass der Körper auf einmal auch zumacht, dass der Nacken steif wird. Und vielleicht merkst du auch, wenn du so ein gewisses Stresspensum erreicht hast, dass immer wieder die gleichen Stellen auf einmal zu sind und du denkst, oh, ich muss mir mal wieder dehnen. Ist es das? Für mich ist es total unlogisch. Und ich kann euch da gleich auch sagen, bei mir ist es immer der Kiefer. Wenn ich Stress habe, beiße ich zusammen ganz, ganz, ganz stark und mich zieht es dann richtig hier runter, geht in die Ohren rein und es geht auch hier runter. Es geht hier in den Hinterkopf rein. Und natürlich macht es was mit meinem Körper. Natürlich, ich habe das auch. Die Frage ist nur, ob wir hier ganz einfach auch anfangen dürfen, Strategien für uns zu entwickeln. Und ja, ja, gerade in Corona dürfen wir anfangen zu sehen, wenn der Stress auf Abbau herausfordernd ist, dann dürfen wir anfangen, Strategien für uns zu entwickeln, die bei uns im Alltag funktionieren und die in herausfordernden Situationen besonders gut funktionieren. Ich muss mal ganz kurz lesen. Ja, ja. Ja, ich finde es total wertvoll, dass wir da jetzt auf diesen Punkt kommen. Wie gesagt, es ist aus meiner Sicht so wichtig, einfach zu verstehen, dass wir trotz allem, dass wir nicht beeinflussen können, was da draußen alles passiert. Ganz gleich, was da noch kommt. Und wir wissen es nicht. Dass wir anfangen, uns in diesem Moment zu sehen und dass wir unseren Körper ganzheitlich betrachten als eine Kette und dass es natürlich hier auch anfängt. Und wenn wir merken, dass bei uns immer wieder der Rücken zumacht, dass immer wieder die Hüfte schmerzt, dass immer wieder irgendwas ist, dass wir einfach mal nicht sofort in diese alten Glaubensmuster reingehen, die natürlich irgendwann entstanden sind. Die sind irgendwann entstanden. Irgendwann hat mal irgendein Wissenschaftler gemerkt, okay, das funktioniert bei Proband A, B, C, D. Das hat aber nichts mit dir persönlich zu tun. Das hat nichts mit dir zu tun. Und du darfst ganz, ganz, ganz ja, langsam da anfangen, dich mal reinzudenken, einfach mal ehrlich zu dir selbst sein. Und ich weiß, es fällt schwer, das fällt jedem schwer. Auch mir fiel es ja lange, lange Zeit schwer, mir einzugestehen, okay, das mit dem Dehnen ist totaler Bullshit, was ich hier mache. Das bringt mich nicht weiter, weil alle anderen Faktoren nicht gestimmt haben. Die haben nicht gestimmt. Ich habe mich stets und ständig verletzt und es hat nicht gestimmt. Ich bin gelaufen, gelaufen, gelaufen und ja, habe mich gedehnt, habe gemacht, gemacht, gemacht und und dann durfte ich mich damit beschäftigen. Warum ist denn das so? Und deswegen sitze ich jetzt hier. Ja, geiler Weg, oder? Also, ich bin natürlich da auch selbst rausgewachsen. Und um nochmal auf das Körpergefühl reinzugehen. Was für mich immer ganz, ganz wertvoll ist, die Frage, die mal zu überlegen, dass es natürlich wichtig ist, dass wir gewisse Techniken haben, die entwickelt wurden von ganz, ganz, ganz tollen Menschen, die sich den ganzen Tag damit beschäftigen, wie denn gewisse Trainingstechniken funktionieren. Jedoch, wenn du mal dich ganz klar ansiehst, könnte es A sein, dass du vielleicht nicht der Typ Mensch bist, für den diese Techniken wirkt, wie ich gerade schon gesagt habe. Und es könnte sein, dass du vielleicht ein ganz anderes Problem hast und das ist den nicht deins ist, sondern dass es ein anderes ist. Und ich frage mich jedes Mal, meine Urvorfahren, die noch in der Höhle gewohnt haben oder in einem Zelt oder was auch immer, haben die schon mal was von aktiv dehnen, passiv dehnen, dynamisch, statisch oder whatever gehört? Nein, natürlich nicht. Und haben die sich einfach nur bewegt? Haben die vielleicht einfach auch mal ja, das Bein nach oben genommen und haben den Hacken irgendwo raufgelegt und haben sich dann einfach vielleicht einfach tatsächlich ja, passiv gedehnt, sind vielleicht sogar ins Knie reingegangen, wo jeder ja, Sportwissenschaftler wahrscheinlich jetzt gleich aufschreien würde, oh Gott, nicht das Knie. Und es gibt so, so viele Dinge, die werden natürlich
rausgestreut über Studien, weil eine gewisse Probandengruppe natürlich darauf reagiert hat, dass zum Beispiel das Knie in einem gewissen Winkel so und so und so die und die Folgen haben könnte. Die Frage ist nur, wie sehen denn die anderen Faktoren von diesen Probanden aus? Könnte es sein, dass unser Knie dafür gemacht ist, dass wir es bewegen und dass wir unser Knie vielleicht ja von Kindheitsbeinen zu wenig bewegen und dadurch einfach, und da sind wir wieder beim Thema, die gesamten Knorpel, dieses gesamte Gewebe drumherum einfach nicht genügend und ausreichend versorgt wird, dass eventuell auch hier gewisse Dinge verkürzen, verkalken, was auch immer da passieren kann. Das muss nicht bei dir sein, aber es könnte doch sein, dass wir doch dafür geschaffen sind. Und es könnte doch sein, wenn wir einfach langsam, und die Sache ist immer langsam, und ich weiß, das ist mein Lieblingsspruch, ich habe das gestern erst zu meiner Nachbarin gesagt, mein Lieblingsspruch ist gerade in einer Gesellschaft, wo Amazon noch am gleichen Tag liefert, fällt es uns schwer, unseren Körper eine längere Zeit zu gewähren. Wir dürfen langsam Dinge einfach angehen. Und wenn ich was nicht kann, muss ich da langsam angehen. Und wenn ich zu schnell mache, sagt mir mein Körper in Form von irgendeinem Zwicken, irgendeinem Schmerz, sagt er mir, hey, du, jetzt mach mal ein bisschen langsam, weil das ist definitiv nicht der Weg. Es ist nicht der Weg, wenn du jetzt von 0 auf 100 alles willst. Und es geht mir so. Und ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch und ich muss immer alles können und ich versuche seit Ewigkeiten meinen Handstand zu optimieren, um den länger zu halten, um mich da vielleicht dabei zu bewegen und ich gehe da manchmal einfach zu weit und das merke ich. Und da darf ich einfach ganz, ganz liebevoll mich selbst zu Geduld zurückholen. Genau. Um nochmal zusammenzufassen, um das Ganze ein bisschen abzurunden, was ich tatsächlich jedem empfehle, dass du dich selbst genau an dem Punkt abholst, wo du dich gerade befindest und dass du diese Faktoren Stress, Nährstoffversorgung, Qualität der Nährstoffe, da spielt natürlich rein, wie gut trinkst du, wie qualitativ hochwertig trinkst du. Trinkst du zum Beispiel nur abends? Es gibt ganz viele Menschen, die trinken den ganzen Tag nichts und dann abends denken so, oh, ich habe noch nichts getrunken, rein da. Ist es effektiv? Ist es effektiv? Ja, also wenn du dir mal vor, ich sag immer, das ist so ein Trichter und wenn du in den Trichter den ganzen Tag immer stetig was reinschüttest, dann kommt es natürlich flüssig, also ganz, ganz, ganz im Flow raus. Wenn du abends dann denkst, oh, verdammt, ich habe ja vergessen, die 2 Liter da reinzuschütten, machen wir mal alles auf einmal, geht nicht. Und es sind alles so Kleinigkeiten, so kleine Bilder, die du einfach dich mal selbst fragen darfst. Funktioniert das? Und hier mal noch bei der Nährstoffversorgung, was für mich zum Beispiel viel, viel wertvoller ist, aber was ich auch nicht separat mache, sondern immer in mein Training, in meinen bewegten Alltag hinein, ist das Faszientraining. Dass ich überall irgendwelche Bälle habe und wenn es ja gerade passt und ich merke, da ist irgendwas im Fuß, spüre ich mal rein, hol mir mal einen Ball. Oder ich habe was im Rücken. Was ist denn da? Könnte es sein, dass da ein Triggerpunkt ist, der ganz natürlich entstehen kann? Natürlich. In einem einseitigen Alltag, wie zum Beispiel, wenn ich als Läufer jetzt 2 Stunden unterwegs war. Es ist ganz normal, dass da einfach Verhärtungen entstehen, weil das ist auch Stress für den Körper. Auch wenn es mir total viel Freude bereitet, ist es Stress für den Körper, weil es eine einseitige Belastung. Deswegen schau dir das einfach an. Was tut dir gut? Kannst du vielleicht auch mal reingehen mit solchen Geschichten? Und limitiere dich nicht. Ich sehe immer ganz oft, dass Menschen sagen, ja, ich habe keine Zeit für Training. Nee, dann mach es doch einfach zwischendurch. Ich habe keine Zeit, mich auszurollen. Ich trainiere doch schon 20 Minuten am Tag. Dann nimm den Ball in die Handtasche oder die kleine Rolle und mach es dann einfach nebenbei, wenn es gerade passt. Mache ich auch nicht anders, weil ich natürlich bewege ich mich viel für andere, aber ich darf auch für mich den Weg finden, denn sonst kann ich meinen Job an den Nagel hängen. Genau, also nochmal, um zurückzukommen. Schaue darauf, wie es dir geht. Das hat einen Einfluss auf deinen Körper. Sei ehrlich zu dir. Wie viel Stress ist in deinem Alltag gerade ganz, ganz, ganz präsent? Und wenn dieser Stress gerade in solchen Zeiten, wie wir es ja vorhin hatten in dem Thema, einfach noch massiver ist und du einfach das Gefühl hast, du kommst da nicht raus, dann finde für dich Möglichkeiten. Es gibt Möglichkeiten. Und ja, manchmal könnte es sein, dass du dir Hilfe suchst. Und es ist nicht schlimm. Das ist überhaupt nicht schlimm. Ich habe mir auch schon so oft Hilfe gesucht.
um ganz einfach letztendlich für mich einen Schritt weiter zu gehen. Und es ist immer das, wenn wir irgendwo stehen bleiben, wir kommen nicht weiter, dann neigen wir dazu, lieber zurückzugehen, statt einfach zu sagen, okay, ich investiere jetzt mal in mich selbst und ich gehe einfach mal einen Schritt weiter. Wir neigen dazu. Wir neigen dazu zu sagen, okay, vielleicht war es ja doch nicht so schlimm. Und investieren meine ich nicht nur reines Geldmittel, sondern auch Zeit. Es könnte sein, dass du einfach mal ein bisschen mehr Zeit in deine Bewegung in deinem Alltag investieren darfst. Dass dann vielleicht du zu Fuß zum Einkaufen gehst und dadurch der Einkauf vielleicht eine halbe Stunde länger dauert. Es könnte sein, dass du das tun darfst. Und wenn du hier nicht weiterkommst, dass du natürlich auch Geldmittel investieren darfst. Das ist immer ganz individuell zu sehen, an welchem Punkt du stehst. Und das gilt natürlich auch beim Stress. Und im Übrigen ist gerade Bewegung so ein guter Stressregulierer, wenn wir wieder anfangen, uns zu bewegen, wenn wir dem Körper gewissermaßen auch das geben, was er braucht, beispielsweise auch schlafen gehen, wenn er müde ist und nicht denken, oh, ich bin müde, ach, noch eine Staffel oder eine Folge. Ich wollte eigentlich Folge sagen und habe Staffel gesagt. Auch witzig. Gut. Also, dass wir uns da einfach mal anfangen, ganz ehrlich, selbst in die Augen zu blicken und zu sagen, okay, das ist jetzt totale Selbstsabotage. Manchmal ist es sogar gut. Ich denke auch manchmal, oh, ich bin total müde, aber ich würde es gerne noch machen. Ach gut, ich sabotiere mich gerade selbst. Ich mache es heute. Es funktioniert. Morgen ist nicht gleich frühmorgens ein Termin oder so. Das ist natürlich individuell, deswegen mach dich locker, versuche Strategien für dich zu finden, damit es dir besser geht. Und es gibt es. Wenn wir uns nur darauf fokussieren, was alles schlecht ist und darüber meckern und zetern, dass es ja unglaublich ist, dass es so ist und so weiter und so fort, dann ist es natürlich immer das, was größer wird. Das, worauf wir unseren Fokus lenken, wird präsent in unserem Leben. Wenn wir uns auf das schlechte Gespräch mit dem Chef, der uns vielleicht sogar angeschrien hat, den ganzen Tag fokussieren, wird die ganze Zeit diese Gedankenschleife sein, wie der uns angeschrien hat und was der gemacht hat. Und wenn wir uns aber darauf fokussieren, was denn tatsächlich wichtig ist, dass wir vielleicht einfach sagen, okay, der hat mich jetzt angeschrien und ich überlege mir jetzt gerade, wo will ich denn hin? Wie will ich mich denn fühlen? Was ist denn aus meiner Sicht die richtige und angemessene Bewertung meiner eigenen Arbeitsleistung? Und wenn du diesen Gedankengang gehst, dass du einfach diesen Schritt weitergehst, dass du einfach dann auch die Konsequenzen daraus ziehst. Und ja, Veränderungen, wir waren dabei. Unser Körper ist Veränderung und auch diese Veränderungen im Leben. Wir haben manchmal Angst davor, Veränderungen zu gehen. Aber es ist das Natürlichste. Unser Körper ist die pure Veränderung. Unser Leben ist Veränderung. Wir können es nicht aufhalten und da können wir noch so lange daran festhalten. Das wird nicht funktionieren. Wir können das Leben nicht anhalten, auch wenn ich es mir selbst manchmal so, so sehr wünsche. Wir können aber ganz einfach selbst diesen Gestaltungsfreiraum für uns entdecken. Und das ist ganz wichtig. Deswegen schaue hin, wenn du einfach merkst, dass es dir nicht gut tut. Und wir merken das, wenn alles zumacht. Wir merken das, wenn zum Beispiel die Fältchen und die Fältchen, die habe ich nicht umsonst, wenn die einfach ständig nach oben gehen, dann könnte es sein, dass du einfach mal ehrlich zu dir selbst bist. Genau. Ich trinke mal einen kleinen Schluck. So, ich habe jetzt die drei Punkte so ein bisschen gemixt und ja, es ist letztendlich auch ein großes Ganzes. Deswegen ist es mir auch so wichtig, dass wir immer und immer wieder darüber sprechen, dass natürlich unser Stresspensum, die Versorgung unseres Körpers, die Bewegung im Alltag und auch das Training, dass die so zusammengehören, dass wir eventuell, wenn wir denken, oh, ich muss mich mal wieder dehnen, mein Rücken ist schon wieder zu, dass es vielleicht auch sein könnte, dass irgendwo in unserem Training wir eine Muskelgruppe oder einen ganz feinen Muskel übersehen haben. Na? Wer hat das letzte Mal einen Hüftbeuger trainiert? Und das sind so kleine Geschichten, ja, diesen kleinen hier vorne. Es könnte sein, dass dieser einfach nicht mehr kann, dass der einfach verkürzt ist und schwach ist und dass der dann einfach den Rücken mit beeinflusst, weil einfach natürlich andere Muskulatur deren Arbeit übernehmen muss. Und dass wir natürlich vielleicht einfach uns mal die Frage stellen dürfen,
könnte es sein, dass, wenn mein Rücken stets und ständig zumacht, dass es nicht daran liegt, dass ich mich vielleicht nicht dreimal die Woche gedehnt habe, sondern nur einmal. Könnte es sein, dass vielleicht einfach ein Muskel in unserem Training vernachlässigt wird, dass der einfach nicht mehr kompensieren kann. Und letztendlich sind ja sämtliche Schmerzen, sind sämtliche ja, Dinge, die wir wahrnehmen, die wir spüren in unserem Körper, das sind eins einfach Kommunikation. Schmerz ist dein ganz persönliches eigenes Alarmsystem, was dir sagt, hier, schau mal, da darfst du hingucken. Du darfst aber nicht nur an diesen einzelnen Punkt hinschauen, sondern du darfst das ganze Bild sehen. Du darfst natürlich immer einen Schritt zurückgehen und dir einfach mal die Frage stellen, was ist denn gerade in meinem Leben los? Habe ich viel Stress? Ernähre ich mich gerade vielleicht nicht besonders gut? Geht mir auch manchmal so, definitiv. Da brauche ich mir nichts vormachen. Ich bin nicht das weiße Blatt Papier. Ich habe auch Phasen, wo mein Mann sagt, na, zurzeit ein bisschen ungesund, hä? Ja, ich habe ein bisschen Stress. Ah, gut. Schön, dass du das zusammenbringst. Also ja, das gehört auch dazu. Und es gehört dazu, immer wieder mich selbst daran zu erinnern, zu sagen, okay, ich atme jetzt mal tief durch. Es wird niemand wird es interessieren, wenn ich jetzt einfach mir die Zeit nehme, mich anherzustellen, mir meinen Lieblingshaferbrei zu kochen mit ein bisschen Avocado drin und ach, weiß ich was, irgendwelchen Gemüse. Das wird niemand deswegen zu Schaden kommen. Wenn ich es nicht tue, schade ich mir. Und einfach dich mal zu fragen, könnte es sein, dass es nicht am Dehnen liegt? Könnte es sein, dass ich vielleicht durch das Dehnen vielleicht sogar etwas unterstütze? Und dann sind wir wieder hier. Könnte es sein, dass ich in einem gespannten Verhältnis irgendwo in unserem Körper, was schon so total am Kollabieren ist und was schon gar nicht mehr kann, da einfach durch das Dehnen noch mehr Spannung reinbringe? Könnte es sein. Und hier ist ganz einfach hilfreich, dass du einfach diese Punkte abklapperst, dass du diese vier Hauptpunkte abklapperst und dass du dir ganz einfach mal ehrlich bist, welcher Punkt ist denn gerade sehr, sehr, sehr dominant in deinem Leben? Und wo darfst du einfach mal die Aufmerksamkeit hinlenken? Und ich habe ganz oft gemerkt, gerade so ja diese Kiefer- und Nackengeschichte bei mir, ich mache das gerne dann immer mit einer Faszienrolle, dass ich mich dann abends dann immer auf die Faszienrolle lege und einfach mich nur mit meinem Kopf hin und her bewege. Also gar nicht die Rolle an sich bewege, sondern nur meinen Kopf hin und her. Und schon alleine diese Bewegung, da lockert sich was. Und dann, was ich natürlich dazu mache, ist atmen, mich entspannen und mich nicht noch weiter betäuben mit irgendwelchen Dingen. Dass ich einfach bewusst sage, so halt stopp, jetzt ist da was. Mein Körper sagt mir, da darf ich jetzt hinschauen, das mache ich jetzt. Und dann höre ich ihm auch zu. Frage dich doch auch einfach mal, möchtest du, wenn du jemandem was erzählst, dass er dir zuhört? Dein Körper redet die ganze Zeit mit dir. Und da frage dich doch mal, wie oft du ihm zuhörst. Und das ist auch so ein bisschen aus meiner Sicht der Anfang von Selbstrespekt, Selbstliebe. Und dieses Wort wird so oft ja, verwendet, dass wir, glaube ich, auch manchmal die Nase davon voll haben. Geht mir zumindest so. Und ich glaube, wenn wir aber anfangen, wieder den Respekt vor uns selbst zu entwickeln, den Respekt vor unserem Körper, dass diese Dinge, die er uns zeigt, wichtig sind, dass wir dann auf dem richtigen Weg sind. Genau. Also ich bin jetzt am Ende meiner Gliederung, meiner Vortragsgliederung. Und ja, ich danke euch, dass ihr dabei wart. Ich danke euch, ja, dass ihr mir zugehört habt. Ich hoffe, dass ich dem einen oder anderen so einen kleinen Impuls geben konnte. Und ganz wichtig ist, holt euch einfach Hilfe. Wenn ihr einfach merkt, das wird nicht besser, dann nimmt es euch auch die Freude. Weil das ist doch das Wichtigste. Wenn wir anfangen, an Bewegung den Spaß zu verlieren, an Training den Spaß zu verlieren, insgesamt an unserem Körper den Spaß zu verlieren, dann wird es schwer. Und welche Dinge machen wir dann lieber? Die Dinge, die schwer sind oder die Dinge, die leicht sind. Und ich habe damals mit dem Tanzen aufgehört, weil es einfach zu schwer wurde. Ich konnte es nicht mehr. Mein Körper konnte es nicht mehr kompensieren. Ich habe dann als Trainer weitergemacht. Ja, aber es war einfach zu viel. Zu viel in der falschen Richtung. Zu einseitig. Und einfach auch mal von außen drauf gucken zu lassen und einfach zu sagen, hey, könnte es sein, wie sieht denn das und das bei dir aus? Dass man auch einfach mal darüber sich austauscht. Und das kannst du auch mit einer... Herzlich willkommen zurück. Ich
freue mich so sehr, wenn du mir mal erzählst, an welchem Punkt du dich gerade befindest, was für dich Beweglichkeit bedeutet. Welche Dinge tust du in deinem Alltag, um beweglich zu sein, beweglich zu bleiben? Ich liebe diesen gemeinsamen Austausch und das Tolle daran ist, wir lernen alle was davon. Wir lernen was davon, wenn du dich ganz einfach zeigst, wenn du mal ganz einfach hinter deine eigene Maske schauen lässt und ja, uns daran teilhaben lässt, an welchem Punkt du dich befindest. Denn sei gewiss, du bist nicht alleine. Wir haben alle diese Themen mit der Beweglichkeit und mit allen Dingen, die unseren Körper und uns selbst betreffen. Wir sind niemals alleine und deswegen möchte ich dich einladen, hier in dieser Community dich zu zeigen und einmal mitzuteilen, wie du mit diesem Thema umgehst und wo du dich gerade befindest. Wenn du jetzt denkst, okay, ich möchte mich nicht zeigen, aber ich möchte gerne jemandem anderen diese Folge empfehlen, dann kannst du mir einen Gefallen tun. Tu es einfach. Teile diese Folge mit ganz vielen Menschen. Das bringt mich weiter. Und womit du mir noch eine Riesenfreude machen kannst, ist, wenn du mir 5 Sterne bei iTunes gibst. Denn hier kann ich dann tatsächlich einfach an Reichweite gewinnen. Wenn du insgesamt auf all meinen Profilen dich mit mir verbindest, wenn du ja, die Folgen ganz einfach mal kurz likest, dann tust du für mich einen Beitrag, dann kannst du mir ein kleines Stück zurückgeben. Und darüber freue ich mich natürlich von Herzen und ich hoffe, dass du aus dieser Folge ganz viel mitnimmst und dass wir ganz bald voneinander hören. Und bis dahin, denke immer daran, du bist so wundervoll und einzigartig. Nutze deine Potenziale und bleibe bewegt, deine Marie.